Also wir haben überall auf der Welt Ungleichheiten. Immer schon, historisch gesehen und geografisch an allen Stellen. Es ist also insofern eine Aufgabe überall für die Politik, für Politiker, sich um die Beseitigung, um das Abmildern, Abschwächen von Ungleichheiten zu kümmern. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende, wichtige Aufgabe, weil es da immer auch um konkrete Schicksale, um Lebensentwürfe von Menschen geht. Wir haben ja in Duisburg eine gute, lange Erfahrung im immer wieder neu einstellen auf neue Zuwanderer in unserer Stadt. Wir sind eine Zuwanderungsstadt, eine Stadt, die Integration kann. Aber selbst wir haben vor einigen Jahren erfahren müssen, dass es eine völlig neue Qualität geben kann, wenn beispielsweise Zuwanderer aus Südosteuropa, die unter dem Stichwort Armutszuwanderung, Armutsmigration bekannt geworden sind, in unsere Stadt kommen und sehr kurzfristig und in einer sehr großen Zahl eine vorhandene Stadtgesellschaft mit ganz neuen Fragestellungen konfrontieren. Wir haben zum Glück eine ganze Menge Menschen in Duisburg, die sich über die Stadtverwaltung hinaus für ganz wichtige zentrale politische Bereiche einsetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die beispielsweise nach Duisburg kommen, um hier dauerhaft ihre Zukunft, ihre Perspektive zu finden, dass sie hier auch ankommen können, dass sie von Sprachkompetenz über Alltagskompetenzen in unserer Gesellschaft Fuß fassen können. Das kann eine Stadtverwaltung nicht alleine schaffen. Ob sie reich ist oder arm, die Stadt, das hat damit nichts zu tun. Wir brauchen hier die Kompetenz der Bürger. Und ich bin froh, dass es an ganz vielen Stellen Menschen gibt, die sagen, ja, ich kümmere mich um Flüchtlingskinder. Ich kümmere mich darum, dass beispielsweise Vorlesenpatenschaften in Kindergärten, in Kindertageseinrichtungen übernommen werden können, dass Menschen dazu da sind, sich berufen fühlen, bei Ämterbesuchen zu helfen, alleine bei solchen alltäglichen Sachen zu vermitteln, zu unterstützen. Das ist was, was enorm wichtig ist und wo ich persönlich unwahrscheinlich dankbar bin. Jedem Einzelnen, der es vor Ort tut, der es in seiner Freizeit ehrenamtlich macht, aber auch den Organisationen, die da ganz oft hinterstecken, die überhaupt erst dieses kraftvolle Netzwerk bilden. Wir haben ein, wie ich finde, hervorragendes kulturelles Angebot in unserer Stadt, aber da ist noch jede Menge Ausbaupotenzial da. Und ich war letztes Jahr im Spätsommer beispielsweise auf dem Platzhirschfestival hier in unserer Stadt, völlig ohne Unterstützung, finanzielle Unterstützung der Stadt, wenn man so möchte, aus dem Boden gestampft. Ein hervorragendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man denn möchte. Und ich glaube, darauf kommt es am Ende an, dass Menschen sagen, ich möchte etwas voranbringen, dann finden sich Wege, und Beispiele dafür könnte ich jetzt mehrere nennen. Und da, wo die Stadt helfen kann, da tut sie es auch, da entwickelt sie auch mit. Aber ich glaube, dass wir neben dem, was andere machen, selber auch ein so gutes kulturelles Angebot haben, dass hier in Duisburg, aber auch in der Region, für junge, für ältere Menschen gleichermaßen eine ganze Menge an attraktiven Freizeitmöglichkeiten, gerade im Kulturbereich, da ist. Ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren immer wieder als Reaktion auf Unglücke, was die gesetzlichen Vorgaben anging, so ein Schüppchen oben drauf gelegt haben, dass am Ende nicht unbedingt mehr das Praktikable im Vordergrund steht, aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Das ist letztlich Aufgabe des Landtags oder des Verordnungsgebers auf Bundes- oder auf Landesebene. Ich würde mich freuen, wenn da immer mal wieder drüber geguckt würde, ob die Vorschriften so, wie sie jetzt sind, noch Sinn machen, ob sie erforderlich sind oder ob man sie anpassen kann und dass dazu auch natürlich die Leute aus der Praxis zu hören sind. Weil es einfach ein spannendes Thema ist, weil es eine Chance für unsere Stadt ist und für viele Menschen, die sich in unserer Stadt mit so einem Thema beschäftigen, mal zu einem Bundeskongress zu gehen, also auch mal Blickwinkel von außen zu hören, vielleicht mal zu reflektieren, aber eben genauso auch Blickwinkel aus Duisburg nach außen zu transportieren. Und ich glaube, für jeden, der sich mit dem Thema erstens, wie kann ich Demokratie auch in schwierigen Zeiten, wo es immer wieder auch Angriffe auf die Demokratie gibt, wie kann ich sie verteidigen, wie kann ich sie stärken und ausbauen? Und andererseits, wie kann ich mit Ungleichheiten nicht einfach nur umgehen im Sinne von, ich akzeptiere sie, sondern wie kann ich Ungleichheiten als Problem identifizieren und mit anderen an Lösungsschritten arbeiten, weil das einfach eine spannende Fragestellung ist und ich ehrlich gesagt bin froh, dass der Kongress hier ist und ich bin sehr erwartungsfroh auf das, was am Ende des Kongresses da rauskommt.